Der Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Weibrecht vom Kryptomagazin. Jetzt ein kleines, kurzes Video, kurz zu dem Thema Thomas Gottschalk Bitcoin. Und zwar, Herr Gottschalk wird im Augenblick genauso wie Günter Jauch und Dieter Bohlen und diverse andere Prominente eben für eine Marketingkampagne missbraucht, eines Bitcoin-Trading-Systems, das behauptet, durch automatisches Trading Bitcoins zu vermehren oder beziehungsweise Geld zu vermehren. Dieses System ist augenscheinlich und aber auch aus Erfahrungsberichten unglaublich viele User vom Kryptomagazin und Zuschauer des YouTube-Kanals vom Kryptomagazin offensichtlich kein seriöses Geschäftsmodell. Unsere Leser und Zuschauer berichten von Anrufen von Callcentern aus dem Ausland, sobald sie sich registriert haben. Hier wird teilweise gedroht und eben auch unter Druck gesetzt, zumindest nach Aussagen in den Kommentaren und einiger Zuschriften bei uns. Insofern, wenn Sie da jetzt bereits investiert haben, klären Sie ab mit Ihrer Bank, ob Sie diese Transaktion rückgängig machen können. Prüfen Sie, ob Sie die Möglichkeit haben, diesen Zahlungsverkehr eben zu stornieren. Manchmal geht es noch mit einem sogenannten Chargeback bei Kreditkartenzahlungen. Manchmal geht es aber auch nicht mehr. Oftmals sind diese 250 Euro, die da verlangt werden, oft weg. Dann Auszahlungen in diesem System, so nach dem Motto, ich habe dort Gewinne erwirtschaftet. Ich kriege immer wieder Meldungen, jetzt gestern erst wieder, dass diese Auszahlungen nicht funktionieren, dass das Geld nicht kommt und dass dann quasi sich auch niemand mehr meldet, man dann auch niemand mehr erreicht. Das heißt, die Anrufe kommen am Anfang sehr stark, die Leute werden dazu motiviert, da was zu investieren und dann ist das Geld weg. Also große Warnung, das Thema Thomas Gottschalk ist jetzt die nächste Masche, der nächste Prominente, der bei denen auf der Liste steht. Wir erkennen solche Sachen immer relativ schnell, weil wir bei den Trends, die wir analysieren, bei Bitcoin im Kryptomagazin sehr schnell sehen, die Suchanfragen zu dem Thema gehen hoch und wir möchten hier warnen, es gab sehr, sehr viele positive Zuschriften zu unseren letzten Videos, bei denen es um Dieter Bohlen ging. Das Thema Dieter Bohlen Superstar Investment in Bitcoin ist nicht wahr. Dieter Bohlen hat einen Instagram-Beitrag abgegeben in Videoform, in der er sagt, er hat nicht mal Bitcoin, er würde da auch niemals investieren und er spricht sich sogar gegen Bitcoin aus und was eben an der Sache so schade ist, der Bitcoin hat mit diesen Sachen nichts zu tun und das ist halt der Punkt, deshalb bitte einfach nicht verunsichern lassen, nicht in solche Systeme investieren, sich mehrfach absichern und mittlerweile gibt es so viele Betrugswarnungen auch in diesem Bereich, das heißt, wer wirklich recherchiert, bevor er da Geld investiert, der müsste eigentlich relativ schnell auf die Trichter kommen, dass das nicht echt sein kann, dass ein Thomas Gottschalk nicht in sowas investiert und auch nicht Werbung für sowas macht. Insofern kann ich nur sagen, Achtung, Augen auf, im Crypto-Space, leider gibt es da auch viele Betrüger und jetzt, wo der neue Bullrun in Aussicht steht und das Thema Bitcoin wieder spannend wird, gibt es natürlich für vermehrt auch neue Betrugsfirmen, nicht nur mit Prominenten, sondern auch andere Unternehmen. Das heißt, bleibt wachsam, überlegt euch gut, ob ihr Bitcoin irgendwo investiert und wenn ja, dann sichert euch mehrfach ab, überlegt genau, ob ihr verstanden habt, in was ihr da investiert. Und es gibt einfach Statistiken, auch bei großen Firmen wie eToro, dass mehr als 70% der Leute, die im Trading unterwegs sind, auch mit CFDs, in der Regel ihre Trades, also mit Verlust die Sache abschließen. Das heißt, wirklich in so Profimärkten wie Trading sollte auch niemand reingehen, der keine Erfahrung hat. Insofern euch alles Gute. Ich hoffe, das Video hat euch kurz geholfen. Keine Screenshots, keine Belege, weil letztendlich ist es klar, solange es nicht eindeutig, wie gesagt, solange es kein eindeutiges Signal auch von den Prominenten gibt, dass es echt ist, ist es in hohem Maß Betrug und eben auch der Identitätsdiebstahl und Missbrauch hier. Und das sollte man nicht tun. Die Geschichten, die da erfunden werden, auch bei Höhle der Löwen, sind vollständig erfunden, das ist mittlerweile auch klargestellt. Insofern lasst euch da nicht irgendwas reinschwätzen und lasst euch auch nicht überreden. Legt auf, wenn so ein Callcenter anruft. Und soweit alles gut. Wenn ihr Erfahrung habt, wenn ihr eigene Berichte schon dazu habt, schreibt unter dieses Video, eure Kommentare, eure Geschichte, helft anderen Leuten dazu, nicht in sowas zu investieren und auch da nicht reinzufallen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Alexander Weibrecht. Abonniert den Kanal Kryptomagazin, um weitere Infos zum Thema Kryptowährung zu erhalten und eben auch eher defensive Strategien zu sehen und nicht nur offensiv hier alles wird gut, sondern eben auch zu gucken, wie sichert man sich ab. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit und bis dann.